Das Springen ist eine Sportart, die man auch im Sommer ausführen kann. Denn Michael Teichmann aus München hat eine transportable Sprungschanze. Sie ist 10 Meter hoch, 18 Meter lang und hat einen Absprungpunkt mit 2,50 Meter Höhe und gelandet wird in unserem Wasserbecken. Und er und sein Team Extreme wird uns einmal vorführen, was es heißt, Skiakrobatik von der Sommerschanze zu machen. Neben mir steht Andrea Navrat und sie wird uns die Einzelnen vorstellen. Ja, unser erster Springer hier ist Thomas Wacht. Er kommt aus München und er ist schon seit über 12 Jahren im Trickskilaufen dabei. Er ist fünffacher deutscher Meister im Skikunstspringen. Ja, der zweite Springer, Jürgen Praxl, er kommt aus Ludwigshafen, in Oppau Ludwigshafen und er ist seit 1982 im Springen dabei. Wir haben die Zeitlupe jetzt, ja. Der nächste Mann ist Michael Teichmann aus München. Er ist Chef an der Schanze, seit über 10 Jahren im Trickskilaufen dabei. Vize-Europameister 1979. Ja, unser nächster Mann ist Jürgen Knaub. Er steht oben, ist bereits im Anlauf. Er kommt aus Erlangen und auch er ist ein alter Hase im Kunstspringen. So, und Sie haben schon gesehen, gerutscht wird auf Kunststoffgrashalmen, die man extra mit Wasser und einem Spülmittel präpariert hat, sodass es wirklich rutscht. Und dementsprechend kann man den Winter den Schnee etwas nachahmen. Und es ist das ideale Sommertrainingsgerät für die Freestyler, für die Springer hier in Deutschland. Es wird natürlich weltweit so trainiert. Und jetzt kommen wir zu dem, was sie wirklich können. Und wiederum wird Andrea sagen, welche Schwierigkeiten drin liegen. Schwieriger Sprung, Doppelsalto und im zweiten Salto eine ganze Schraube. Ja. Ja, Doppelsalto. Nein, das ist jetzt Doppelsalto vorwärts von Jürgen. Es geht weiter mit dem Jürgen Praxl. Er zeigt uns einen Doppelsalto, gehockt, sicher gelandet. Jürgen Praxl kommt aus Ludwigshafen und ist beim Skiclub Oppau. Und der hat was ganz Besonderes, der hat, glaube ich, einige Schanzen. Ja, er hat drei Wasserschanzen, kleine und ganz große. Und dort kann man trainieren, sowohl die Elite wie auch die Anfänger. Ja, und da ging es jetzt ganz heiß her mit Michael und Jürgen. Die beiden zeigten uns gerade ein Verfolgungsspringen, das sehr, sehr knapp war. Ich meine, das Team hat ja schon in mehreren Filmen auch mitgewirkt. Wir sehen es nochmal in Zeitlupe, wie die hintereinander abheben. Wie gesagt, Absprungpunkt 2,50 Meter hoch und es wird im Wasser gelandet. Ihr habt auch die Chance, wenn kein Wasserbecken da ist, dass ihr auf einem Luftkissen landet. Ja, wir landen auf einem Luftkissen, das 6x6 Meter groß ist. Und wenn wir eben kein Wasser haben, dann dient uns dieses ganz gut zur Landung. Bis die Piste wieder präpariert ist. Und wer kommt jetzt? Ist das der Thomas? Ja, der nächste ist wieder der Thomas und er zeigt uns auch eine große Schwierigkeit. Wir werden es mitverfolgen. Jawohl, wunderbar. Doppelsalto. Im ersten Salto eine ganze Schraube und im zweiten Salto sicher herausgelandet. Thomas Wacht war auch bei den Olympischen Spielen in Calgary mit dabei, denn diese Sportdisziplin bewirbt sich ja als Anwärter für die Olympiade. Sie wollen also mit olympischer Disziplin werden. Und jetzt oben Jürgen Praxl wieder. Er ist der zweite deutsche Meister letztes Jahr geworden. Ja, ein ganz waghalsiges Manöver, Doppelsalto mit einer Schraube, das heißt halbe Schraube im ersten und halbe Schraube im zweiten Salto. Andrea, erzählen Sie mal, ihr seid jetzt auch dem Deutschen Skiverband offiziell angegliedert. Ja, seit einem Jahr sind wir angegliedert, einfach um das Trickskifahren eventuell sogar einmal olympisch werden zu lassen. Jetzt kommt wieder der Michael aus München. Ja, und das war wieder ein Doppelsalto. Und wie sieht es aus? Normal wird ja der Wettkampf in Weltcups aufgeteilt. Wo, in welchen Ländern finden dann die Wettkämpfe statt? Ja, es gibt eine Weltcup-Serie in Europa mit 5 Weltcups und es gibt eine drüben in den Staaten, in Amerika und in Kanada. Und welche Nationen sind so die führenden? Wer sind die größten Konkurrenten unserer Springer? Ja,
beim Kunstspringen ganz speziell sind die Kanadier sehr, sehr stark. Auch die Franzosen haben eine starke Mannschaft. Die Schweizer natürlich und natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland. Hier gerade Jürgen Praxl und auch Thomas Wacht. Diese beiden sind ja im Weltcup auch immer mit vorne unter den ersten 10 zu finden. Es ist ja so, dass wir vor allem im Skiballett schon einen Weltmeister haben. Das ist nämlich Hermann Reitberger. Also hoffen wir auch, dass wir im Springen, nachdem wir so eine tolle, transportable Sprungschanze jetzt besitzen, auch nachziehen können. So, jetzt dürfen wir zum Finale schreiten. Michael Teichmann nochmal mit dem letzten Sprung. So, ich darf mich recht herzlich bedanken bei unseren Springern. Wie gesagt, es ist transportabel, wenn Sie jemand zu Hause mal im Garten vorgeführt haben will. 26 Meter Fläche reichen für Sie. Und damit wieder zu Ilona Christen.